Hallo, mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen Clicker Heroes 2. Hey Leute, wir sind wieder back in Action mit Clicker Heroes. Ab geht die Post. Direkt loslegen hier. Wir sind jetzt offiziell in World 6, wie man sieht. Ich glaube, das ist ja genau das erste Mal. Und das ist schon sehr, sehr streng hier. Muss man schon mal ganz ehrlich sagen, wie es ist. Aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Glaube ich zumindest. Wir sollten einfach mal ein bisschen loslegen hier. Ein bisschen reinhauen. Reinhauen. Kennst du einen, der reinhaut? Ach, das haut überhaupt nicht hin. Überhaupt nicht. So. Ich kann ja mal gucken, was der Automator gekauft hat für uns. Heißt, okay, Click Damage Crit, okay. Bonus Gold, okay, Energy. Naja, Goldpeil, Schrott. Ja, Crit ist bei. Kommen wir nämlich gleich mal zum Skill Tree, wie es gerade aussieht aktuell. Also, Skill Tree sieht folgendermaßen aus. Ich habe mich dazu entschieden, hier oben hin zu gehen, mir die Synchronie zu holen, weil es hier einen Automator Point gibt. Dann habe ich mich dazu entschieden, hier oben zur Energie zu gehen und dann hier hinten rum. Ich werde dann wohl hier hinten lang gehen. Klick, 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 klick. Und dann hier runter zum Enchantment. Dass wir hier den Skillpunkt kriegen. Und den ganzen coolen Kram da oben, den wir sowieso haben wollten. Also ist nicht das Beste, was ich jetzt mache. Aber ja, wir gucken einfach mal, was draus wird. Und gucken, ob es sich überhaupt irgendwie lohnt. So, ich muss mal kurz gucken. Wir haben 214% Kosten. Und ein Anstieg von 2 Einheiten, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall kacke. Es ist auf jeden Fall kacke. Was soll ich sagen? So, wir holen uns jetzt hier noch ein bisschen Gold received. Wir müssen ja irgendwie kompensieren, dass wir hier nichts gerissen kriegen. Wir haben jetzt schön viel Energie und Mana und so, aber wir kriegen hier nicht viel geschissen, das ist nicht so toll. Ich brauche keine extra Mana. Yay, da ist unsere Energie leer. So, dann geht's jetzt hier über den Clickstone. Dann haben wir halt erhöhte Werte vom Power Surge. Lalalala. Die Zeit und den Cooldown. Beides gute Werte. Schöner wäre es natürlich noch, wenn wir noch ein paar von den anderen Sachen kriegen würden. Sowas wie weniger Kosten. Das ist ja der Knackpunkt. Kosten und Cooldown eigentlich. Damit wir das durchgehend benutzen können, meine ich. Und wir gehen nochmal. Upsi. Wir gehen nochmal eine Runde durch hier. Ja. Ich brauche eigentlich beides nicht, aber. Clickable Gold hat einen Vorteil eigentlich mittlerweile, weil durch die Floating Clickables geht er da relativ gut voran. Und ich weiß nicht, warum ich so komisch rumlaber und Buchstaben verschlucke und so beim Quatschen. Einfach noch nicht so ganz wach, glaube ich. Aktuell läuft in Tree of Saber so ein kleines Event. Dieses kleine Event. Ist eigentlich ganz gut. Man kann dort, wie soll ich sagen, man ein bisschen quatschen täglich und man kriegt immer so Zeugs halt zugesteckt. Also diese Reset-Sachen und so weiter und am Ende kommt auch so ein Herkupon bei raus. Naja, gucken wir mal, was draus wird. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Ich spiele jetzt wieder den neuen Char hoch gerade. Gestern direkt bis Level 60 gelevelt. Es geht ja relativ fix am Anfang noch. Vor allen Dingen habe ich noch ein 7 Tage Premium-Dings dabei. Geht das ganz gut. Ist halt ein mega Grind-Game, ne? Also, was soll ich sagen? Stehe ich eigentlich gar nicht so drauf. Das Spiel an sich ist cool, aber grinden halt. Ich überlege, ich habe früher so viel gegrindet in Final Fantasy 7, 8, 9 und 10.
und so weiter. Das ist echt abartig. In 7 habe ich zum Beispiel im ersten Reaktor teilweise 2-3 Stunden verbracht. Dann habe ich allgemein in Midgard 10 Stunden verbracht oder so, dann bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Das war dann so weit, also wenn du Glück hast, dann musst du ein bisschen Glück haben, das ist es halt. Bekommst du am Anfang genug Potions zusammen, durch die Kämpfe dort im ersten Reaktor, dass du dich oben halten kannst. Du levelst halt ganz normal und versuchst dann halt immer Limit Breaks zu machen. So viel wie möglich. Und die verbessern sich ja dann automatisch. Du musst ja wenn auf der ersten Ebene oder wenn man das erste auf einer Ebene hat, dann kommt es darauf an, wie viel man anwendet davon. Und das nächste bekommt man ja, indem man, lass mich kurz überlegen, indem man Monster tötet. Eine gewisse Anzahl. Oh Mann. Und wenn man das gemacht hat, bekommt man ja die nächste Ebene, das erste sozusagen. Und das ist natürlich sehr ätzend. Das geht natürlich einfacher, wenn man später die alle Substanz hat und einfach alles auf einmal wegfetzen kann, dann ist das schon gar nicht mal schlecht. Aber das geht halt auch so, und das habe ich dort gemacht. Da bin ich einmal, das war mit Cheats, das weiß ich noch, bin ich dann mit der dritten Ebene rausgegangen, also mit Meteorregen und so weiter. Das war schon sehr interessant. Aber ohne geht's halt auch, das ist bloß super ätzend. Muss halt, wie gesagt, Glück haben. Ansonsten kann man das trainieren in... Oh, wie heißt diese Stadt? Da, wo man Iris kriegt. Und dann einfach ein Stück weiter geht, da kommen noch diese kleinen... auf 4 Beine laufenden Käfer-Skorpion-Dinger. Die sind ja meistens so zu viert oder zu dritt. Die kann man halt einfach mit Blitz alle wegfetzen und dann... dann geht das schon. Dann gehst du da auch mit einem Level 2, Level 3 alle raus und so weiter. Das ist schon ziemlich geil. Auf jeden Fall Level 2 von den Zaubern. Das ist schon richtig, richtig gut. Da kannst du halt gut trainieren, ja. Dann wartest du halt, bis du Damage gekriegt hast. Da kriegst du auch die Guard-Substanz, ne. Mit der kannst du dich dann halt immer den anderen Char beschützen. Und dann skillst du halt hoch, wenn du die Anwendung brauchst. Und wenn du dann alle Chars hast bis dahin, bekommst du irgendwann Barret und Tifa zurück. Dann machst du das mit denen dort auch. Eigentlich ziemlich geil, wenn man das nicht schon vorher gemacht hat, versteht sich. Dann kommst du da mit Level 20 oder 30 raus nachher. Das ist übelst geil, wenn du so stark bist. Dann kannst du zum Midgard-Zolum gehen, machst einmal deine Limit Breaks voll, haust den weg und läufst einfach durch. Ich meine, man kann auch so durchlaufen, ohne Chocobo. Auch schon gemacht. Muss halt genau abwarten, wann er sich wohin bewegt. Dann gehst du einfach durch. Klingt jetzt so einfach, ja, aber es ist tatsächlich so. Aua, wir können theoretisch den Clickstorm oben halten. Wir haben so viel Energie, dass sich das rentiert. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Ich wollte eigentlich hiermit ein bisschen arbeiten. Hier lohnt sich das wieder richtig geil bei dem Ding. Ich finde es schade, dass sie das so versaut haben. Klar, wie gesagt, die mussten ja irgendwas machen gegen die Geschwindigkeit, die man drauf hatte, ja. Aber ich finde es trotzdem irgendwie blöde. Naja, kann man nicht machen, so ist das einfach. Ja, und in 8, da grinde ich eigentlich gar nicht in der Hinsicht, weil du kannst ja irgendwann Monster in Karten verwandeln. Das lernst du so schnell wie möglich und dann fängst du an, jedes Monster in Karten zu verwandeln. Also machst du dann eine ganze Weile, dann equipst du dich. Weil du hast ja so viele verschiedene Karten, dann gehst du Karten spielen. Mit diesen Karten stellst du dir dann dein Equipment her. Ja, so Waffen. Da kannst du ja bei Squall kannst du auf jeden Fall die Level 3er Waffe machen. Da diese Spalte, ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißt. Also da die vorletzte Waffe im Endeffekt. Die kannst du auf jeden Fall ganz leicht machen eigentlich. Du brauchst bloß ein Minimum an Karten. Und stellst ja Zauber her, so was wie Feuiger, Blitzgar und so ein Kram. Beben.
Das sind halt geile Zauber, die du halt dann equippen kannst und dann bist du halt einfach OP für das, was du hast. Weil die Monster skalieren dann mit deinem Level, so ein Stück weit. Die haben halt genaue Werte, sag ich mal. Und wenn du dieses Zauber halt hast, dann hast du halt, bist du halt stärker als alles andere, ne, im Endeffekt. Auch ziemlich cool. Und sobald du dann Diabolus hast, machst du auch weiter mit Karten rum, bla 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 bla. Ne? Also weiter Monster Karten wandeln und holst du sofort Gegner 0, so schnell wie es geht. Und dann bist du bereit zu spielen. Und das machst du alles am Anfang, solange wie du dort halt bist. Echt witzig eigentlich. Dann kannst du überall mit Gegner 0 rumrennen. Machst nur die Bosse. Ja, und dann irgendwann gehst du dann mal leveln. Meistens töte ich dann zwei Chars, rüste ein mit den Stärke Plus und so weiter aus, also mit vier verschiedenen Sachen davon. Und gehe dann in Balamp Garden leveln. Da ist doch dieser Garten da. Und da kommt da der fette Dinosaurier. Und dann gehe ich da einfach leveln. Und durch das Stärke Plus und so weiter wird derjenige so stark, dass er irgendwie um die 150 oder 200 Stärke von Hause aus hat. Dann muss er fast nicht mehr koppeln. Dann hat er von fast schon alles voll. Das machst du dann wechselst du den zweiten Char wieder. Mit dem machst du dann die ganze Zeit Guard, wie das heißt, damit er ganz viel wenig Schaden kriegt. Abwehren, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Und dann machst du ganz simpel das Gleiche. Tötest mit dem starken Charakter dann den Dino und dann, ja. So geht das dann die ganze Zeit. So kannst du sie dann alle ausrüsten, Stück für Stück. Das hat schon was, also. Ist echt cool. Ja, und den neuen ist halt einfach leveln. Da ist theoretisch, wenn du in Gesamaluks Grotte bist, da geht's dann nach oben zum Tatzelwurm. Mit ein bisschen Glück schaffst du den. Das erste Mal, wenn du da bist. Und wenn du den immer geschafft hast, schaffst du ihn zweimal. Theoretisch musst du ja nur seinen Blitzangriff abwehren. Blitz gar reflektieren, wenn das bis dahin schon möglich ist. Das weiß ich jetzt auf dem Kopf nicht. Kann sein, dass ich einmal gecheatet habe und einmal auch so geschafft habe. Und da oben kannst du dann halt auch leveln. Da habe ich dann bis Max Level gelevelt. Nicht am Anfang, aber dann später irgendwann. Kommt ja irgendwann nochmal wieder dahin. Das war sehr, sehr interessant. Ich habe echt seltsame Grinding-Spots, habe ich festgestellt, ne? In 10 ist es zum Beispiel direkt am Anfang auf dem Schiff. Du machst das mal ganz normal, ne? Gehst nach Besaid. Dann wirst du irgendwo mit dem Schiff nach Kilika fahren. Da wirst du von Zinn angegriffen. Und da der spuckt doch immer diese Schuppen aus. Dann stellst du drei Chars vorne hin. Die Dinger die ganze Zeit killen sollen, dann machst du nicht anpeilen, sondern hier dieses andere Teil, ich weiß jetzt gerade wie es heißt, das erhöht deine Stärke und deine Abwehr. Das machst du halt fünfmal, du kannst ja alles irgendwie fünfmal von diesen Skills machen, dann kriegen die Leute so wenig Schaden, dass die kaum noch sterben oder so, ne? Ab und zu holst du mal Yuna dazu, dann heilst du halt einfach mal und fertig ist, dann kannst du da, ich habe da irgendwie 200 bis 300 Stück gekillt und dann hast du fast schon so viel Punkte, dass du Feuerer holen kannst. Und dann kannst du da, ja, schon relativ gut voran, also fast. Es kommt halt darauf an, wie lange man Lust auf sowas hat. Das habe ich in Herr der Ringe mal gemacht. Es gibt ein Herr der Ringe-Spiel, das ist so ähnlich aufgebaut wie Final Fantasy X von der Steuerung her. Es ist also ziemlich gleich eigentlich. Nur, dass sich die Position nicht merkt. Das ist halt ziemlich ätzend. Da kriegst du Skills zum Beispiel nur, indem du sie benutzt. Du benutzt einen Skill aus irgendeiner Kategorie, sagen wir mal physischen Angriff, was weiß ich, wie die da jetzt hießen. Und dann bekommst du, ich sag mal, AP, also so eine Art Erfahrungspunkte, die du dann wieder darin verwenden kannst. Also die dann im Grunde die Werte steigert, Stück für Stück. Und wenn das voll ist, bla bla, ich hab ja gerade total komisch, dann sollt ihr die nächsten Skills skillen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und damit kannst du eine ganze Kategorie skillen. Und da gibt's halt einen Kampf. Das ist auch so ein Trommeltyp. Da tötest du die Orks, die da sind, dann trommelt der hart Pansen da im Hintergrund, dann kommen da neue. Und wenn du da schon bis dahin geskillt hast, dass du deine AP regenerieren kannst, oder MP, sag ich einfach mal, das war jetzt verwirrend, das machst du halt auf dich, dann regenerierst du deine MP, da kannst du auch unendlich dort kämpfen und dich heilen und so weiter, bis du dort alle Skills hast und du unheimlich viel Level gemacht hast, bevor du da rauskommst.
Das ist irgendwo in Moria, das geht relativ früh noch, des Spiels. So habe ich das dort gemacht, mit einem Kumpel zusammen, du kannst das nämlich zu zweit spielen. Was ziemlich geil eigentlich ist. Weil du musst halt irgendwie 5 Mal unten drücken, X, ein paar Mal unten drücken, X, so nach dem Motor, das ist super ätzend auf Dauer. Deswegen hat er es ja, er hatte so einen Makro-Controller, da konntest du Sachen einstellen, dann hat er das immer gemacht. Das war echt cool. Und ich saß da wie so ein Horst und hab immer allein eingegeben. Ja, dann kommst du da raus mit dem kompletten Set an Skills. Das war schon geil. Also ich hab so meine Spots für solche Spiele. Manchmal. Und das finde ich in Tree of Savor auch gerade raus. So Stück für Stück, mal wieder. Ich meine, ich wusste das schon beim letzten Mal. Ich habe den 200er Char dort. Was jetzt nicht gerade hoch ist eigentlich, aber... Ja. Ja. Mana Region, mein Freund. Mein guter alter Freund Mana Region. Wir befinden uns hier in der Mana Region. Ich habe überlegt, ob ich mal einen Livestream mache und mal so ein Final Fantasy spiele, aber das dauert so lange. Vor allen Dingen müsste man dann ja auch zusehen, dass man auch vorankommt und nicht da 5 Stunden irgendwie nur grindet auf einem Spot. Vor allem kann ich das auch gar nicht mehr, das ist so lange her alles, dass ich da gar keine Lust mehr drauf habe, da ewig an einem Spot zu hängen und nichts zu machen, außer Mobs zu killen. Ah, es hat sich verändert, hä? Dusch, 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 dusch. Ich muss mich mal kurz ganz leicht strecken. Ganz leicht strecken. Wir haben 700% darauf und 1500% darauf. Das ist voll wenig. Wir hatten mal 10.000, wenn ihr euch mal erinnert. Eieiei, war das laut. Oh, das gab echt wenig Gold, hä? Also, unser Automator sieht übrigens folgendermaßen aus. Wir brauchen jetzt noch 3 Punkte. Die kriegen wir noch zusammen. Wie gesagt, ich habe ja... Ups. Ich habe ja hier oben den Punkt im Visier. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die kriege ich heute sogar noch, wenn ich so lange am Rechner bleiben sollte. Dann kriege ich den noch. Und morgen dann das Enchantment. Es fehlt nur noch... Achso, die Synchronie haben wir ja. Das heißt, das ist auch okay. Dann brauchen wir noch 2 Skillpunkte. Hier drüben ist einer, das heißt, wir können dann 2, 4, 5 hierin investieren. Und 6, um dann das Killing Search zu holen. Das wird also noch eine geile Sache. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Dann haben wir das auch bald. Endlich. Dann müssen wir bloß noch gucken, was aus dem ganzen anderen dann wird. Wenn wir dann irgendwann mal Welt 15 sind, dann fängt ja das Ganze von vorne an, das Gesammel. Dann haben wir das halt, klar, aber wir müssten dann halt dementsprechend auch mal in eine andere Richtung noch, ne? Ich muss mal gucken, ob am Killing Frenzy noch irgendwas ist. Den wollten wir eigentlich noch haben. Und ob am Huge Click Discount noch irgendwas zu holen ist. Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut, um ehrlich zu sein. Ich würde fast behaupten, das wird jetzt ein bisschen ätzender. Ich mache mal den Automator wieder an. Dann gucken wir doch einfach mal. Das heißt, da oben ist ein Punkt. Dann würde ich ja rein theoretisch hier lang skillen. Ja, hier ist einer. Direkt am Anfang sogar noch. Dann holen wir uns dann also. Und einer direkt am Huge Click Discount. Okay, das ist sehr schön. Und dann gibt es noch einen direkt am Killing Frenzy. Das ist ja auch nicht so weit weg. Das heißt, wir holen uns jetzt noch 2, 4, 6 Punkte, 7 Punkte. Ja. 7, 9, 11, 13, was kommt danach? 15, 17, 19, 19 Punkte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 33 Punkte brauchen wir noch. Dann sind wir erst knapp über 100, also kriegen wir zusammen. Dann haben wir auf jeden Fall unser
Ach. Dann haben wir auf jeden Fall das Ding hier oben fertig. Dann haben wir sogar noch genug Zeit, wenn wir gerade mal über 100 sind, noch irgendwas hiervon zu holen, von diesen Dingern hier, die Zeitteile. Die brauchen wir auch noch irgendwie. Dann brauchen wir hier nochmal 2, 4 zumindest. Weil ich möchte gerne das 90-Sekunden-CD oder irgendwas haben, um mit dem Astral-Charts Einkauf zu pausen, hätte ich fast gesagt. Das ist... Gib mir das. Das ist nämlich ganz wichtig. Und Mann, wir haben verdammt viele Rubine dafür, dass wir erst Welt 6 sind. Ja, wir haben irgendwie um die 4000, wenn man sich überlegt. Auf Welt 40 circa. Und haben jetzt schon bald die Hälfte. Weil noch nicht mal der Hälfte. Das ist verrückt, Mann. Aber hey, was soll's. Ich würde sagen, das zieht sich jetzt hier noch so ein bisschen. Ich mache jetzt nicht bis 100 weiter. Ne, ihr habt einen Eindruck davon gekriegt, wie unser Bild gerade ist. Also er ist nicht besonders gut. Irgendwie. Weil ich das hier auch anders eingeschätzt hätte. Und das auch irgendwie anders war mal. Meiner Meinung nach. Wir haben nämlich fast 300% Haste mittlerweile. Und wir machen nicht viel. Es kann sein, dass wenn ich noch ein bisschen Haste skille, dass sich das dann übertrieben erhöht. Das kann sein. Aber ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Crit haben wir aktuell 11%. Das kommt halt darauf an, was wir gekauft haben. Da dauert damit aktuell alleine kauft. Ist halt so eine Sache. Aber naja. Gut, dann würde ich einfach ganz simpel sagen, das war's für heute. Schönen Dank für die Abos. Bis morgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.